Hallo Leute, hier ist wieder Dr. Akne 997 und der immer noch Turk-Assistenz-Arzt Shadow Soldier No. 5. Und wir sind immer noch bei Let's Play Trauma Center New Blood. Wir haben gestoppt bei der Hass-OP von mir. Ja, oh, der Typ brennt ja wirklich. Wie cool. Ja, so halt. Es sind seine Brandwunden. Und sehr ernst. Ja. Das wird jetzt erstmal sehr lustig. Erstmal Blut absupfen. Ja. Spritzen. So. Jetzt muss ich mich fallen. Ich muss hier die Stellen kühlen der Haut. Aha. Fehler. Fail. Ja. Fail, jetzt Spritze benutzen. Wie immer. Selbst ohne Delay. Jetzt müssen wir schneiden. Hä? Wir müssen die Hautteile ausschneiden. Was müssen wir? Wir schneiden die Haut aus. Wir machen eine Hauttransplantation. Ach du Kacke. Deswegen hat sich auch die OP von der Zeit. Okay. Boah, holy moly. Jetzt brauchen wir das hier. So. Wir haben es gekühlt, die verbrannte Stelle. Jetzt können wir es abziehen. Und das müssen wir schnell die Haut drauflegen, bevor es wieder blutet. Gott. Ah. Ja, aber der Typ hat doch nicht unendlich Haut. Doch. Hier schon. Der Mensch hat unendlich Haut. Wusstet ihr das nicht? So. Zwei Flecken sind geschafft. Bleiben nur noch 96. Ah. Ah, die ist nicht ausgeschnitten, die Haut. Schneiden. Okay. Nein! Das Blut! Verdammt! Das ist genau das Problem an dieser OP. Sie ist nicht einfach. Nee, das sieht auch wirklich nicht einfach aus. Ihr müsst so schnell wie möglich hier in das ganze Zeug reinrammen. Die Hautfetzen zurechtschneiden. Oh Mann, das klingt schon so gemein irgendwie. Ja, es ist heftig. Ich meine, du schneidest dem Haut aus und musst ihm das woanders wieder draufklatschen. Ja. Das klingt echt wie aus einem Sawfish. Ah, scheiße. Ein Stück Haut verkackt. Oh nee! Ich das hasse, wenn es wie das Bluten anfängt. Und auf normal stelle ich mir das ja richtig Horror vor. Ja. Stellt dir man nicht auf schwer vor. Und das hast du mal auf schwer geschafft? Ja. Ah, da kannst du dir vorstellen, wie lange ich da trainiert habe. Ja, da hast du garantiert lange gebraucht. Das glaube ich jetzt sogar. Ich glaube, 12 Versuche oder so. Boah. Ah, da war ich noch in Übung. Da konnte ich es noch, das Spiel. Ja, das kenne ich. Ich habe auch immer... Übung ist immer... Ja. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel im Kopf. I wanna be the guy. I wanna be the motherfucker, wenn ich bitten darf. Auf jeden Fall. Ich hasse dieses Game langsam. Und die Leute wollen unbedingt, dass ich es hier am Stück wieder spiele, was ich jetzt auch wieder mache. Sicher? Ja, ich habe es ja heute gemacht. Zwar mit nicht so viel Erfolg, aber ich habe ein bisschen was geschafft. Okay. Don't go bluting, dude. So. Das sieht doch schon mal ganz recht fein aus. Ein Lappen passt doch da noch. Ja, wir haben keinen mehr. Wir haben keinen Lappen mehr. Ausschneiden. Schneller. Und... Ah, noch geschafft. Zack, zack, zack. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, das scheint es auch zu klappen. Ja, das sollte eigentlich kein Fail geben. Hoffen wir es. Ich gebe mein Bestes. Arknei. Also ich bin voll konzentriert gerade. Dr. Arknei. Ich will den nicht sterben sehen, auch wenn wir ihn hassen. Ich sag immer noch zu diesem Typen, burn, motherfucker, burn. Auf jeden Fall. Du musst gerade ein bisschen mehr kommentieren, weil ich gerade nichts sagen kann. Ich bin gerade auch schon leckeren Kuchen konzentriert. 1, 2, 3 und 4. Während unser Dr. Arknei hier diese höchst komplizierte und extrem widerwärtige Operation durchführt, werde ich euch jetzt mal was erzählen. Kuchen ist sehr lecker. Genau wie Schnitzel sind auch sehr lecker. Ich mögt das vielleicht nicht glauben, aber es ist so. Okay. So, der letzte Rotzfleck. Und wir haben noch genau 4 Stücken Haut. Das dürfte doch hoffentlich passen.
So, und jetzt? So. Ah. Erschöpft. Kaputt. Meine Fresse. Also, bei der OP brauche ich echt Konzentration, sonst wird das nicht. Selbst auf Light. Oh. Auch wenn ich es jetzt einigermaßen kann. Ich hoffe, ein guter Rang. Nö. No. Natürlich. Ich bin weiter wie Praktikant. Wie man in mein, wie das geschrieben hat, C für Chuck Norris. Ja, eindeutig. E steht für Epic Fail. Zum Glück gibt es hier nur C als schlechteste. Ach so, C ist das schlechteste. Ja. Das ist auch nicht gerade toll. Egal, Hauptsache geschafft. What did the detectives ask you? Wir wollen hier keinen perfekten Run machen. Da musste ich auch länger trainieren für. What did I see when I arrived at the scene? Did I notice anything suspicious? Machen wir eine Rülpsrunde. They also asked Let's Rülps. I didn't see anything in das nächste Special. Let's Rülps. They wouldn't understand anyway. Rülpsen 10 Minuten lang einfach. Super toll. What's their motive? They obviously want more than just a ransom. Wenn man gerade ein bisschen aufgepasst hat, Voldemort wurde entführt. Oh, der Typ wurde entführt. Ja, wir wissen nur nicht warum. Wir haben keine Beweggründe dafür finden können. Dr. Blaylock, Dr. Ich habe eine Idee. Professor Layton. Gute Idee. Professor Layton und der geheimnisvolle verschwundene Mr. Ganondorf. Ah nee, Voldemort. Wie komme ich auf Ganondorf? Das weiß ich nicht. Das darfst du mich nicht fragen. Es gibt nur eine Sache, die jetzt noch helfen kann. Wer war das? Wachsen! Richtig! Jemand hat mir gesagt, ich kriege einen Keks, wenn ich jedem Kara hier einen Charakter zuordne. Ja, von Kingdom Hearts. Wer ist das? Das ist, Sora. Sora? Oder warte, von den Haaren? Von den Haaren? Okay, das ist, ab jetzt Kairi. Seltsame Kairi. Die hat ihre Hautfarbe geändert. So I'll get right to the point. Yeah. After seeing the two of you in action, I negotiated with the hospital to have you both transferred to our staff. Nee, unser Arzt hier. Der auch JD ist, das ist Lexaros. Von den Haaren her. Ich glaube, du findest echt jedes Mal einen. That was the plan. Du wirst dir diesen Keks wohlverdient verdienen. So, ich werde mir diesen Keks holen. Dr. Vaughn. I want that cookie. Wehe, der Keks kommt nicht an. Dann gibt es Stress, dann gibt es Videos. Dann gibt das so Cookies wie Spam the Cookie oder sowas. Ja. Cookie Spam. The federal government? Wer jetzt ein bisschen mitgelesen hat, wir werden versetzt in ein neues Krankenhaus. Juhu! Wir sind hier raus. Endlich. Endlich raus aus dieser Freak-Hölle. Wir gehen zu Caduceus. Caduceus. Ist nur ungefähr das beste Krankenhaus der Welt, von der Regierung gesponsert, mit extrem viel perfekten Caduceus. Super. Wir sind perfekt. Und wir haben die OP in einem Video geschafft. Yes! Unglaublich. Da fängt's an. Kapitel 3.1. Spezialauftrag. Ich würde sagen, wir cutten hier und fangen im nächsten Video mit Kapitel 3.1 an. Das wäre toll. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin Dr. Arknir 997. Und der Assistenzarzt, dem die Tiere vertrauen, Felsort 13 of Ice. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Miau.